So, guten Morgen, ihr Lieben. Klappt das jetzt? Ja, ich scheine live zu sein. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu Tag 2. Guten Morgen, Tina. Schau, Thomas ist auch wieder da. Guten Morgen, ihr Lieben. Tag 2 der Powerpause. Und jetzt gleich mal die Frage an euch: Wie geht's euch? Und hört ihr mich gut? Schau, die Anita ist auch da. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Ah, da kriege ich schon ein Thumb nach oben. Sehr cool. Das freut mich, dass ihr mich gut hört. Die Mama ist auch da. Guten Morgen, liebe Mama. Die hat mir schon ein wunderschönes Bild geschickt. Wenn man in Kärnten lebt, hat man den Vorteil, wenn man den Wald sozusagen direkt neben der Haustür hat, dass man den Morgen auch kurz im Wald genießen kann, um sich sozusagen gut aufzubauen. Hallo, guten Morgen. Ihr Lieben, wie geht's euch heute? Ich bin heute wirklich so voller Freude aufgestanden, weil ich wusste, dass ich um 10 Uhr wieder mit euch live sein werde. Und gestern haben wir ja das Thema Emotionswelle besprochen. Lasst uns das kurz noch einmal reinholen, das Thema. Nämlich, wir können Situationen in unserem Leben nicht ändern, aber die Wahrnehmung zu dem sehr, sehr wohl. Und wie das funktioniert, haben wir gestern besprochen. Und da möchte ich jetzt gleich darauf hinweisen, falls jemand gestern noch nicht dabei war, ich habe das alles bei meinen IGTV-Videos abgespeichert. Und wenn ihr auch nicht wisst, wie ihr zu den IGTV-Videos kommt, einfach nochmal in meine Stories reinschauen. Das ist von gestern noch dabei, habe ich ein kleines Video gemacht, wie ihr da zugreifen könnt. Da ist auch noch das Intro verfügbar, wenn ihr überhaupt einmal wissen wollt, was hat denn die Lisa da überhaupt vor, was ist überhaupt die Powerpause? Und kannst du noch mal kurz zusammenfassen, weil ich heute wirklich so viele neue Gesichter da sehe, kein Ton. Oi, ich lese da gerade kein Ton. Hört sie mich wirklich nicht oder doch? Könnt ihr mir noch mal kurz ein Zeichen geben von euch, dass ihr mich wirklich gut versteht? Hallo, guten Morgen. Hört sie mich? Jetzt warte ich einfach mal. Ja, okay, super. Also, da muss irgendwas, liebe Clara, da muss wahrscheinlich irgendwas bei deinem Account sein. Schau einfach nochmal nach. Vielleicht steigst du nochmal aus, nochmal ein, vielleicht geht's dann. Ich erzähle euch nochmal kurz, was die Powerpause hat. Es hat viele Veränderungen in den letzten Tagen gegeben und es steht eine Pause vor der Tür. Eine Pause, die unter anderem sehr viel Power in sich trägt, sehr viel Emotion. Und immer wir haben die Entscheidung, was wir mit diesen Emotionen machen. Und ich bin halt der Meinung, dass wir diese Pause als Powerpause auch für uns nutzen können, um uns mental zu stärken, um wirklich uns um uns zu kümmern und um dann unser Umfeld, weil ich glaube, das ist ab jetzt sehr, sehr wichtig. Und da haben wir gestern die Emotionswelle besprochen, dass man einfach weiß, wenn jetzt da wieder mal so eine Welle an Emotion kommt, auch an Angst kommt, und gestern haben wir auch gelernt, Angst ist unser Freund, wie können wir das sozusagen umlenken, sodass wir at the end of the day bei vielen Entscheidungen, die wir jetzt fällen, wie können wir statt der Angst wieder ins Vertrauen gehen? Und heute möchte ich euch ein bisschen was über die Veränderungskurve erzählen. Und zwar, als ich letztes Jahr, und es wird genau, glaube ich, um diese Jahreszeit gewesen sein, in der Dr. Bock Coaching Academy gesessen bin, wurde mir die Veränderungskurve von Ruth Kohn vorgestellt. Und grundsätzlich möchte ich mit euch kurz mal um das Thema Veränderung sprechen. Ich hole euch da kurz einmal in eine Geschichte ab, sodass ihr vielleicht einmal da ein bisschen einen lockeren Zugang findet. Weil ich habe nämlich eine Überraschung für euch. In meinem Umfeld haben einige meiner Freunde Kinder. Und ihr kennt es bestimmt. Zuerst haltest du es so in der Hand, dann siehst du es vielleicht 2 Monate lang nicht und dann denkst du da, oh mein Gott, das kann schon laufen. Oder oh mein Gott, das redet schon. Das heißt, wir sind total überfordert, dass wir sehen, wie viel dieses Kind in der kurzen Zeit gelernt hat, aber das ist das Leben und das ist die Veränderung, das ist das Wachstum, was wirklich sekündlich mit uns geschieht. Das heißt, bevor ich mit euch in das Live gegangen bin, war ich nicht einmal die gleiche Person, die ich jetzt an bin, weil ich einfach durch diese Erfahrung, die ich jetzt gerade mit euch mache, wieder daran wachse. Das heißt, grundprinzipiell sind wir Menschen mit unserem Instinkt mit der Veränderung total vertraut. Das ist etwas, was in uns liegt, was wir teilweise unbewusst wahrnehmen und jetzt sind bei großen Veränderungen, die wir nicht kennen, umso bewusster. Was passiert bei den bewussten Veränderungen? Sie machen uns natürlich erst einmal ein bisschen Respekt und Angst. Wieso? Unser System, das haben wir auch nochmal gestern besprochen, unsere Erinnerungen und Erfahrungen sind in uns gespeichert. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Emotion der Angst habt, ist es ganz was Natürliches und ich bin fast froh, dass ihr die habt. Aber nur, weil euer System euch sagt, okay, das kennen wir jetzt nicht,
was fangen wir jetzt mit der ganzen Information an? So auf die Art, stopp, das ist jetzt sehr ungewohnt, lasst uns einmal schauen, wie wir jetzt reagieren sollten. Mehr will euch diese Angst nicht sagen. Und der Fokus, das heißt, auf das ihr euch fokussiert, entscheidet, was ihr davon vermehrt. Wenn ich sozusagen in dieser Emotion der Angst bin, folgen natürlich wiederum Gedanken. Das heißt, eure inneren Anteile machen sozusagen Brainstorming. Was können wir mit dieser Situation anfangen? Und es ist ein einfaches, und mir gelingt es auch nicht immer, aber es ist ein einfaches, dieser Angst manchmal zu folgen, so, oh mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr rausgehen, habe ich was zum Essen? Was soll ich jetzt machen? Das heißt, die Spirale trägt uns immer und immer wieder in einen Prozess. Das heißt, der Fokus ist in diesen Prozess gelegt, dass wir jetzt sozusagen einmal richtig dieses, wie sagt man so schön aus dem Eventmanagement, dieses Problemmanagement einmal wirklich durchspielt. Das ist natürlich. Aber wir können aus dem jederzeit wieder aussteigen. Und wenn ihr wissen wollt, wie, schaut ihr nochmal von gestern das Video an. Weil ich möchte mit euch heute die Veränderungskurve von der Frau Ruth Kohn besprechen. Eine ganz intelligente Frau, die unter anderem halt sehr viel in der Psychologie geforscht hat und diese Veränderungskurve wirklich vorgestellt hat. Und ich sage euch, dieses Wissen über diese Veränderungskurve hat mein gesamtes Leben verändert. Nach dieser Stunde in der Coaching Academy sind wir zur Mittagspause gegangen und es hat bereits schon begonnen, dass ich wirklich Momente in meinem Leben besser verstanden habe aufgrund dessen. Natürlich möchte ich euch das nicht länger vorenthalten. Also, lasst uns einmal beginnen. Ich habe natürlich jetzt dann heute wieder im Feed ein Posting für euch vorbereitet, wo ihr auch noch die Zeichnung sehen werdet. Ich werde es jetzt probieren, vor allem mit euch einfach verbal zu besprechen. Bitte, ich werde euch dann auf alle Fälle wieder fragen, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir dann auch gerne noch einmal stellen. Also, ihr Lieben, und zwar, wie es uns jetzt gegangen ist, lasst uns doch das Beispiel jetzt in unserer gesamten Gesellschaft hernehmen. In den letzten Tagen sind, wie gesagt, sehr viele Nachrichten, viele Entscheidungen zu fällen gewesen. Und ihr könnt das wahrscheinlich sehr, sehr gut beobachten, dass als erstes einmal kommt der Schock, sagt man. Das heißt, man wird mit der neuen Veränderung konfrontiert. Vor allem wie bei uns jetzt allen, wir sitzen alle im selben Boot und das ist das wirklich die Power darin, die wir uns verbinden können, haben wir alle die gleiche Veränderung, die auf uns zukommt. Das ist ein Geschenk. Das heißt, wir können das gemeinsam nutzen, uns unterstützen, weil wir alle die gleiche Veränderung durchmachen. Die heißt jetzt, zu Hause bleiben. Haben wir gestern schon besprochen. Dieser Platz, dieser unglaublich gemütliche Platz, ist derjenige, wo wir jetzt wirklich Leben retten können, wo wir etwas für unsere Gesellschaft und für uns selber tun können. Aber diese Realisierung, die ist auch nämlich ein bisschen weiter, die folgt erst. Weil erst einmal im Schock, so okay, was fangen wir jetzt mit dieser Information an? Das ist Nummer 1. Nummer 2, was ihr jetzt in unserer Gesellschaft sehr, sehr oft bemerkt, und ich habe wirklich auch, meine Schwester arbeitet im Wirtschaftsministerium, ich habe wirklich mit ihr jeden Tag einen Austausch am Telefon, und es ist zum Beispiel auch passiert, dass viele, wo die Lokale geschlossen wurden, vorher fortgegangen sind, richtig Party gemacht haben, so auf der Art, jetzt hauen wir nochmal auf die Bauke, was natürlich jetzt nicht sehr, sehr förderlich für unsere Infizierungen waren und wo dann natürlich auch in den ganzen Postings dann auf einmal der Stress losgegangen ist, wie kann man das nur machen und so weiter. Und ich sage euch jetzt, nämlich der zweite Punkt nach dem Schock ist die Verneinung. Das heißt, bitte habt Verständnis. Jeder geht damit anders um. Es ist vielleicht nicht das Smarteste gewesen, aber wie gesagt, es ist für alle von uns neu. Denn der zweite Punkt ist die Verneinung. Das heißt, prinzipiell sagt man dann einmal, das kann ja nur ein Scherz sein, aber geh. Ach, der Virus, der kann ja nicht so schlimm sein. Ich meine, na, überhaupt gar nicht. Und ja, das habe auch ich bei mir entdeckt, bevor ich mein Geschäft am Freitag zugesperrt habe, dass ich das Ganze hinterfragt habe, von wegen, das kann ja gar nicht so schlimm sein. Und das ist auch natürlich, weil unser Gefühlspensum sozusagen mit der Information am Anfang noch nicht so viel anfangen kann. Es ist zu viel Intensität. Das heißt, spüren wir es einmal ein bisschen ab, also auf die Art. Ganz natürlich. Also Punkt 1, der Schock. Wir kriegen die Information. Punkt 2, die Verneinung. Das heißt, man sagt, na, das gibt's nicht. Das kann ja nicht sein. Aber geh. Okay. Ja? Ganz natürlich. Der dritte Punkt, der vielleicht jetzt viele, viele betreffen wird, die jetzt sozusagen zu Hause sind und ab jetzt sozusagen einfach sich damit konfrontieren, dass sie Zeit mit sich selber, mit ihren Familien, Freunden, Mitbewohnern verbringen dürfen, ist die Realisierung.
Was passiert in der Realisierung? Eine extreme Emotion kommt auf. Und wenn ihr die Emotion schon intensiv empfunden habt, dass ihr euch denkt, oh mein Gott, seid ihr bereits bei Punkt 3, weil ihr seid zu Hause und ihr habt gleichzeitig schon realisiert, diese Pause steht vor der Tür und ist Realität. Das heißt, es kommt die Emotion Angst wahrscheinlich oder Bedenken oder ja, vielleicht sogar ein bisschen Freude. Man, sorry, aber kann ja auch mal die ersten paar Tage was Schönes sein, zu Hause zu sein. Ist ja wirklich so. Aber auf alle Fälle, die Realisierung trägt ganz viel Power in sich, ganz viel Emotion und viele wissen halt nicht, was sie mit der ganzen Power anfangen sollen. Und ich habe deswegen gestern mit euch die Emotionswelle besprochen, weil das ist das Allerwichtigste für unsere Entscheidungen. Sie ist, dass wir sozusagen in den Atem gehen, dass wir wieder zu uns zurückkehren und uns in die Emotion bewusst des Vertrauens begeben, nicht der Angst, damit wir Entscheidungen fällen können, die langfristig uns, unserer Gesellschaft und der ganzen Verbesserung der Grundsituation beihelfen. So, der nächste Punkt. Ja, sehr spannend, nämlich die Resignation, das Tal der Tränen. Und zwar, ich gestehe es euch so, wie es ist, ich sitze deswegen jetzt so strahlend da, weil ich auch gestern ein Tal der Tränen durchlaufen habe. Ich bin jemand, der das sehr, sehr genießt, wenn man es einmal fließen lassen kann. Ihr müsst wissen und ich gebe es euch als heißen Tipp meiner Seite. Drückt das nicht dauerhaft runter. Unser Energiesystem im Körper ist dafür erschaffen worden, dass er diese Emotionen sozusagen in Bewegung hält. Habe ich auch gestern schon erwähnt, dass Emotion nichts anderes ist wie Energie in Bewegung. Das heißt, die Bewegung ist in euch und desto mehr ihr diese Angst oder vielleicht einmal dieses Traurigsein, dass eure Familie nicht sehen könnt oder so, desto mehr ihr das runterdrückt, desto mehr zehrt es von eurer Energie, die ihr jetzt für eure mentale, positive Einstellung braucht. Und wir sein Menschen und traurig sein ist okay und Schwäche zeigen ist okay. Und das ist auch einer meiner persönlich größten Wachstumsprozesse. Für Leute, die mich kennen, und es sind da jetzt einige da, die wissen, dass ich wirklich Schwäche nur schwer zeigen kann. Und deswegen strahle ich auch so. Das ist aber ganz natürlich, dass wir Schwäche und Stärke haben. Und die Schwäche kann auch manchmal unsere Stärke sein. Das heißt, wenn ihr in der Resignation seid, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet weinen, ihr möchtet echt einmal sagen, Lisa, es ist einfach jetzt alles scheiße, es ist vollkommen in Ordnung. Nicht nur in Ordnung, sondern es ist sogar sehr wichtig. Wieso erkläre ich jetzt? Wenn wir ständig unsere Angst und unsere Trauer unterdrücken, braucht unser gesamtes Energiesystem extrem viel Prozentsatz an Energie, um uns irgendwie aufrecht zu erhalten. Du kennst das bestimmt, vielleicht in Veränderungen eures vorherigen Lebens, dass es unter anderem dann irgendwann einmal sowieso kommt. Wie ein Tsunami bricht es dann über die ein. Aber wir können das genauso, wie wir die Entscheidung haben, ob wir der Angst oder dem Vertrauen folgen, haben wir genauso die Macht in uns, das fließen zu lassen. Tränen zum Beispiel sind extrem reinigend. Das heißt, sie helfen nochmal unserem System, alles gehen zu lassen, was nicht mehr Teil von uns ist. Und ich bin gestern auch da gesessen, ich habe gestern auch geweint, weil ich das bewusst versuche, manchmal, wenn es mir zu viel wird, dass ich das mache. Und das ist natürlich. Und da habe ich euch gestern am Abend dann noch ein Lied gepostet, ein wunderschönes Piano-Musikstück, was auch geschrieben wurde zu der jetzigen Situation. Es nennt sich Home. Ich kann es euch nur nochmal sehr empfehlen, ist noch in meiner Story zu finden. Und lasst es raus. Danach fühlt man sich sowas von geerdet und gekräftigt und es ist ganz, ganz normal. So, lasst uns nochmal zusammenfassen. Das erste ist der Schock. Das zweite ist die Verneinung, so what the fuck, das kann ja nur ein Scherz sein. Das dritte ist die Realisierung, das heißt, da kommt einmal die ganze Emotion auf, die wir da in uns haben und da merken wir erst, wie powerful wir sein. Und das vierte kann auch passieren, dass es ein Tal der Tränen gibt und das ist auch fair enough, dass man einmal echt einmal sagt, Lisa, es ist nicht so positiv, wie du tust, es ist gerade alles ziemlich scheiße. Auch in Ordnung. Und desto schneller du das fließen lässt, desto mehr kannst du wieder in einen anderen Seinszustand zurückkehren. Was hat es für einen Vorteil, wenn wir nicht im Seinszustand des Schmerzes bleiben? Wie ihr wisst, wenn ihr einmal rückwärts euer Leben noch einmal so ein bisschen durchgeht,
Bisher war es zumindest bei mir immer so, ich kann auch von mir sprechen, dass ich nur aus dem Vertrauen, aus der Liebe, aus der Kraft Wunderbares erschaffen habe. Alles, was Energie, alles, was Freude, alles, was mit sich getragen hat, was uns jetzt helfen kann. Also kann ich euch nur empfehlen, lasst es fließen, aber wisst auch, wann ihr wieder zurückgeht in Vertrauen. Es ist wirklich wie dual. Wir sind als menschliche Wesen, die als seelische Erfahrung in einem menschlichen Körper haben, dual. Das heißt, Schlechtes und Gutes ist eigentlich dasselbe, nur es befindet sich auf einer Linie und somit können wir Weinen und Freude empfinden, meistens sogar in der gleichen Zeit. Kann man auch bei Kindern sehr gut beobachten, die noch nicht so viel nachdenken wie wir. Die weinen und dann auf einmal lachen sie wieder in der gleichen Sekunde. Und das ist menschlich und das gehört zu uns. So, jetzt kommt zum nächsten Punkt, der auf uns wartet. Der ist cool, der nennt sich nämlich die Akzeptanz. Weil da fängst du schon an, die ganze Veränderung, alles, was jetzt eigentlich so mit uns sozusagen gemacht wird, indem dass wir uns da sozusagen damit sagen, okay, es ist okay für uns, fühlt sich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm an, wie ich gedacht habe. Das heißt, die Angst vor der Angst geht weg. Dann kommt die Akzeptanz. Die Akzeptanz ist wunderbar, weil du kriegst wieder positive Gefühle. Das ist ja das, was ich euch beschrieben habe. Du kommst wieder ins Vertrauen. Und das ist wirklich ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man merkt richtig, die Schultern gehen nach unten und all diese Angst, die wir vielleicht gehabt haben, weil ja eine Situation kommt, die wir nicht kennen, ist jetzt weg, weil wir wissen, hey, es passiert eigentlich grundsätzlich jetzt einmal nichts. Alles, was unser System uns vielleicht aus der Erinnerung erklärt hat, ist jetzt nicht wahr, weil wir fühlen uns ja wieder gut. Wir sind kraftvoll. Und das ist das Mächtige an uns. Wir haben immer die Entscheidung, was für einen Seinszustand wir wählen. Weil ihr kennt es bestimmt, niemand kann ein Gefühl in euch reinmachen. Das geht nicht. Niemand kann innerhalb von einer Spritze ein Gefühl in euch reinmachen. Ihr seid diejenigen, die Gefühle kreieren. Ja, außer man nimmt Drogen. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir alle bitte nicht. Es geht darum, dass wir in unserem natürlichen Zustand die Emotionen selbst kreieren. So, die Akzeptanz ist auch deswegen so machtvoll, weil wir wieder in die Selbstwirksamkeit gehen. Und wie ihr wisst, wir haben das gestern besprochen, wenn wir in unserer Mitte sein, wenn wir Selbstwirksamkeit wieder zurückerlangen, dann sind wir wieder machtvoll, um anderen zu helfen. Und das Wichtigste ist aber, dass man zuerst bei sich selbst anfängt. Also ist der Fokus vor allem in den ersten Tagen nur bei uns. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt dann wie Egos dem Außen gegenüber beschäftigen. Aber was es mir grundprinzipiell wichtig ist zu erwähnen, was ich gestern schon gesagt habe, wenn wir persönlich nicht in unserer Mitte sein, können wir niemandem anderen helfen. Wenn ihr keine Energie, keine mentale Kraft in euch habt. Wie wollt ihr irgendjemanden, gerade in einer momentanen Situation, wo körperlicher Abstand wirklich wichtig ist, wie soll man jemanden helfen, außer mit mentaler Kraft? Und deswegen habe ich die Powerpause gegründet und deswegen reden wir da heute. Das ist das Wichtigste im Moment. Also, wir sind in der coolen Akzeptanz. Selbstwirksamkeit beginnt. Und dann der nächste Punkt sind neue Strategien entwickeln sich. Die neue Strategie zum Beispiel ist die Powerpause. Ich habe dann sofort gedacht, okay Lisa, was kannst du jetzt mit 2 Wochen selbst auferlegter Quarantäne, damit du noch kernfangen kannst, was kannst du mit deiner Zeit anfangen? Und natürlich kann ich jetzt da sitzen und selber die Krise kriegen, mache ich gern, habe ich euch erzählt, das Teil da drin ist wichtig, aber für mich ist es vor allem wichtig, dass ich jetzt alles, was ich bisher lernen durfte, alles, was mir hilft, mit euch teile. Und deswegen sitze ich da. Und die neuen Strategien können bei euch auch sein, dass ihr vielleicht eine neue Idee habt, wie ihr jemanden unterstützen könnt, dass ihr eine Idee habt, was ihr jetzt gerade im Moment beitragen könnt, damit sich die Gesamtsituation verbessert. Und glaubt mir, jeder kann was tun. Jeder ist wirksam. Ihr seid alle mächtig in eurer Kraft, die ihr weitergeben könnt und mächtig mit all den Ideen, die jetzt aus dieser Situation auch als Chance kommen. Und diese Chancen gibt's, weil ich freue mich unendlich, dass ihr da seid. Ich mag das gleich mal wirklich sagen. Es sind 13 Menschen, die mir gerade zuschauen und das ist wirklich für mich eine Ehre. Und im Moment merke ich einfach, und das ist das so Schöne, dass wenn man seinen Intuitionen folgt, dass sowas Wunderbares daraus entstehen kann. Also, neue Strategien. Die Powerpause war eine neue Strategie. Und dann gleichzeitig, wenn wir diese Strategien entwickeln, kommt aber Try and Error. Bitte denkt nicht, dass diese Kurve
dazu da ist, dass man das so A, B, C durchläuft, sondern natürlich kann es auch wieder einen Schwung zurückgeben. Das heißt, ich war schon in der Umsetzung der Powerpause, mir ist es schon gut gegangen und habe gestern trotzdem noch mal einen Teil der Tränen gehabt. Fair enough. Das Schöne daran ist, an dieser Veränderungskurve und warum ich sie auch so machtvoll finde, dass ihr immer ein bisschen abschätzen könnt, wo befindet ihr euch denn gerade? Und desto mehr Bewusstsein wir über unseren mentalen Seinszustand haben, desto mehr können wir sozusagen selbstwirksam bleiben. Und das ist jetzt das Allerwichtigste, wie wir besprochen haben, mentale Kraft und Selbstwirksamkeit für uns und für eure Liebsten und für die Gesamtsituation, dass sich diese wieder verbessert. Ja, und dann als letztes die Integration. Und die Integration, da geht es darum, dass ihr euch schon an die Gesamtsituation gewöhnt habt. Ja, das wird dann eintreten, dass ihr dann denkt, so jetzt ist eigentlich die offiziell auferlegte Pause von Österreich einmal vorbei. Noch, so schlimm war sie eigentlich nicht. Und das sind wir jetzt noch nicht, aber vielleicht werdet ihr euch noch einmal an mich erinnern in dem Momentum. Who knows? So, das waren jetzt schon alle Punkte, es war sehr viel Info, ich bin mir dessen bewusst und deswegen wiederhole ich das nochmal, ich werde es nochmal in einer schönen Darstellung meinem Feed posten, das könnt ihr auch mit jedem teilen, weil das ist so schön, wenn man mal weiß, wo in dieser Veränderungskurve befindet man sich. Man kann diese Veränderungskurve der Root Cone nicht nur verwenden für die jetzige Situation, sondern ihr könnt es komplett in euer Leben mitnehmen. Somit lernen sie euch besser kennen, weil diese Frau war wirklich sehr smart, muss man ja wirklich so sagen, ihr könnt es einmal googeln, es ist wirklich beeindruckend, was diese Frau zu ihrer Lebenszeit, sie ist schon verstorben, eigentlich alles so für uns eigentlich recherchiert hat, dass wir uns besser kennenlernen dürfen. Und das möchte ich eben mit euch teilen. Ich werde es, wie gesagt, im Feed nochmal machen. Habt ihr jetzt kommen wir nach der ganzen Information, irgendwelche Fragen an mich? Wenn, dann bitte jetzt. Weil dann kann ich die auf alle Fälle noch beantworten. Habt ihr irgendeine Frage zur Veränderungskurve? Dann bitte gerne jetzt. Weil als nächsten Punkt wisst ihr ja schon, wenn ihr gestern dabei wart, was jetzt definitiv nach den Fragen folgen wird. Und das ist etwas, was sehr machtvoll ist, wie man auch mit seinen Emotionen umgehen kann. Und das ist ein kurzer Moment der Ruhe. Manche nennen es Meditation, aber dieses Wort verwende ich nicht so gern, weil dann alle gleich zu mir sagen, Lisa, ich kann nicht meditieren. Ich sag's euch, das kann man nicht wirklich lernen, indem dass man da Technik anwendet, sondern das ist total natürlich und das kann man einfach machen. Ist total cool, oder? Und das machen wir dann gemeinsam. Nämlich auch, wie gestern, die wunderschöne Klangschale wieder vorbereitet, die mir der Alex wirklich aus Indien mitgebracht hat. Die klingt unglaublich schön. Und nur zur Erklärung, bevor wir in die Ruhe gehen, weil ich merke, ihr habt keine Fragen, anscheinend drücke ich mich sehr klar, also das freut mich sehr, werde ich diese anspielen. Und dann geht es darum, dass ihr eine gemütliche Position einnehmt. Das heißt, dass ihr euch nochmal zurücklehnt, einfach schaut, dass ihr gemütlich sitzt. Ihr müsst nicht im Schneidersitz sitzen, also es ist jetzt keine Yogi-Spezialübung werden, sondern einen gemütlichen Sitz. Besser wie liegen, muss man gestehen, wenn man neigt auch dazu, in der Entspannung einzuschlafen. Ist mir auch schon passiert. Also gemütlicher Sitz, hervorragend. Dann geht's darum, dass es verschiedene Varianten gibt, wie ihr eure Hände halten könnt. Das ist es, habe ich gestern schon gesagt, das Meditationsmudra. Das bringt euch extrem viel Energie. Kann man auch, wenn man jetzt wirklich im Schneidersitz sitzt, da schön ablegen. Man kann die Hände aber auch flach ablegen. Auch in Ordnung. Man kann sie auch nach oben ablegen, wenn ihr ein bisschen Energie empfangen wollt. Auch wunderbar. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich gemütlich sitzt und es euch richtig gemütlich macht. Genau. Und bevor wir jetzt da einsteigen, möchte ich euch nochmal ganz kurz von heute zusammenfassen, dass diese Welle, die was wir gestern besprochen haben, diese Kurve, ihr merkt schon, warum es in beiden Darstellungen keine Linie gibt. Weil wir immer im Fluss sind. Und das Schönste, was ich euch an Info vor allem noch mitgeben möchte, ist, dass wenn ihr im Tal der Tränen seid, seid mutig und gebt euch auch bewusst manchmal Emotionen hin, damit die fließen können. Es ist auch unter anderem erwiesen, dass eine Emotion nur 90 Sekunden anbleibt, also anhält. Das heißt, was heißt das? Das ist, selbst wenn ihr Angst habt, wenn ihr es fließen lasst und weint, innerhalb von 90 Sekunden fließt es und dann ist es auch wieder vorbei. Probiert es einmal aus.
Schaut einfach mal, habt keine Angst davor, ihr könnt es fließen lassen. Schauen wir mal, wie viel 90 Sekunden sind. Das ist meistens nicht einmal eine Dauer eines Lieblingsliedes. Das ist vor allem mein Maßstab, was ich euch nochmal als Tipp mitnehmen kann, der Wellen, des Fließens, was ganz natürlich ist, der Freude, der Trauer, vielleicht passiert es gleichzeitig, ist ganz natürlich. Wir dürfen es fließen lassen. Unterdrücken kostet euch nur mehr Energie, die wir jetzt brauchen. Und ich mache das meistens so, ich möchte das jetzt noch als Tipp mitgeben, ihr könnt euch eine wunderschöne Musik, gerne ein Lieblingslied reintun, was so circa 2 Minuten andauert. Und dann versucht, seid mutig und gebt euch diesem Gefühl einmal hin. Und naja, garantieren ist immer so gefährlich, gell? Aber ich bin mir so ziemlich sicher, so ziemlich so 99% sicher, dass das, wenn das Lied vorbei ist, auch mit eurer Emotion gut geht. Und dann werdet ihr euch relieved, was sagt man auf Deutsch, ihr werdet euch so ein bisschen wirklich erleichtert fühlen. Weil nur wenn wir uns das auch zugestehen, einmal Angst zu haben, wenn wir uns das zugestehen, schwach zu sein, können wir dann so wie heute in der Früh da sitzen und kein Fake-Smile haben, sondern ich bin echt happy heute wieder. Warum? Weil ich es fließen lassen habe. Ganz natürlich. So, und jetzt, wenn ihr bereit seid, macht es euch gemütlich. So, ich mache mir das einmal gemütlich. Jetzt habe ich da wieder meinen kleinen Gong. Ne? Und dann werde ich das jetzt dann gleich, anschlagen. Ihr hört es dann, weil das Mikro eben damit verbunden ist. Und dann geht's darum, zurücklehnen, Hände ablegen, wie ihr wollt. Warte, jetzt mal das Mikro steckt so. Hände ablegen, wie ihr wollt und atmen. Kurze Wiederholung zur Atmung, keine flache aus der Brust, sondern wenn ihr einatmet, geht euer Bauch raus. Und wenn ihr ausatmet, den Mund aufmachen, wirklich rauslassen. Alles darf jetzt raus. Dann machen wir 3 tiefe Atmungen und dann wundert es euch nicht, gehen wir kurz in die Stille. Das heißt, da reden wir mal nichts, sondern genießen einfach mal und checken einmal ein, was geht denn da jetzt eigentlich alles ab? Was ist da eigentlich alles gerade in uns? Was ist um uns? Hören wir vielleicht was? Probiert euch mal wirklich nur auf euren Herzschlag und auf euren Atem zu konzentrieren. Und danach werde ich euch wieder ganz, ganz ruhig zurückholen, noch einmal den Gong anschlagen und dann, wenn ihr das hört, wisst ihr schon, okay, schön langsam komme ich hier und jetzt zurück und dann treffen wir uns wieder da und ich begrüße euch im Hier und Jetzt und wir öffnen die Augen wieder und fühlen uns definitiv entspannter. So, ihr Lieben, lasst uns loslegen. Seid ihr bereit? Ich mache den Gong. Jetzt schließen wir einfach einmal die Augen und probieren uns einfach mal zu entspannen. Versuchen wir mal zu fühlen, wo sitzen wir jetzt überhaupt gerade? Ist das eher weich, wo wir sitzen? Ist das eher hart? Berührt unser Rücken eine Wand, einen Polster? Wie fühlt sich das an? Hört man vielleicht was im Umfeld? Und jetzt beginnen wir einfach mal in Ruhe zu atmen. Das heißt, wir atmen ein, strecken wirklich den Bauch nach außen und atmen aus dem Mund wieder aus. Dann atmen wir nochmal ein, bündeln alle Emotionen, die nicht in unseren Körper gehören und lassen sie wieder raus. Und dann atmen wir noch ein letztes Mal tief ein, füllen auch unsere Lungen voller Luft und atmen wieder aus. Und jetzt dann gehen wir kurz in die Stille und ich lade euch dann wieder ein, mit dem Gong wieder zurückzukommen.
Und vielleicht kommen jetzt so Emotionen auf und ihr werdet euch Dingen bewusst, dann lade ich dazu ein, den Mut zu haben, es einfach mal fließen zu lassen. Dürft ihr ja gerne mal ein Lächeln schenken selber. Einfach mal genießen, die Ruhe. Und euch einmal wieder selber fragen, wie geht's euch heute? Wie fühlt ihr euch? Und jetzt lade ich euch dazu ein, nochmal drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Wir atmen ein, strecken unseren Bauch aus und atmen wieder aus. Wir atmen nochmal tief ein und wieder aus. Und wir atmen noch ein letztes Mal tief ein. Und in Ruhe wieder aus. Jetzt lade ich euch ein, schön langsam wieder zurückzukommen, um eure Finger zu bewegen, eure Schultern zu bewegen, die Augen zu öffnen und willkommen im Hier und Jetzt. So, ihr Lieben. Na, wie war das? Also, ich kann nur von mir sprechen, man merkt es an meiner Stimme. Ich habe gestern einmal natürlich mein eigenes Live-Video angeschaut, wenn man vergisst, was man da alles gesagt hat. Dass man wirklich langsamer spricht, dass man wirklich ruhiger wird. Und meine Lieben, das ist Meditation. Und desto öfter ihr das macht, desto mehr lernt ihr euch, auch euren Geist einmal ruhiger zu machen, euch sozusagen einmal wieder auf euch zu fokussieren, um wirklich kraftvoll für euch Entscheidungen fällen zu können, kraftvoll in den Tag zu gehen. Und auch in dieser Kraft und Energie können wir halt auch wunderbar all unseren Mitmenschen und uns selber wirklich Hilfe leisten. Weil an dem Ganzen, was von außen an Nachrichten kommt, dürfen wir nie vergessen, dass wir unsere Selbstwirksamkeit immer haben werden. Ihr könnt über euren Seinszustand bewusst entscheiden. Ihr seid nicht ausgeliefert über irgendeine Emotion, wenn ihr den Mut habt, diese Emotionen auch zu fühlen. Verdrängen von Emotionen macht noch mehr Emotionen, weil der Fokus darauf liegt, bei euch das niederzupushen. Das heißt, das, was da drunter wird, wird immer mehr, bis es dann sozusagen euch übermannt. Und deshalb lade ich euch dazu ein, mit der Emotionswelle und jetzt auch mit der Veränderungskurve, mit all diesen wunderbaren, wunderbaren, wechselseitigen Darstellungen, dass ihr einfach euch besser kennenlernt und somit einschätzen könnt, oh, jetzt bin ich gerade in der Resignation. Ja gut, macht nichts. Was kann ich tun, um mich sozusagen wieder in einen anderen Seinszustand zu bringen, aber nicht um das andere nicht zu zelebrieren und nicht dankbar dafür sein, zu sein, dass es da ist, sondern das fließen zu lassen, damit man danach bereit ist, wieder ins Positive zu gehen. Und das ist dieser relevante Riesenunterschied. Und ich danke euch für die ganzen Herzen. Ach, so schön. Na, da freue ich mich. Boah. Also, ja. Ihr Lieben, es gibt in den nächsten Tagen wirklich einiges, was ich noch für euch vorbereitet habe. Morgen am Abend die erste Ausgabe von Quarantini statt Martini und es wird so lustig. Ich habe da auch schon einen Gast eingeladen und das wird auch in den nächsten Tagen so sein. Ich habe jetzt gerade wirklich schon einige
Calls jetzt an die, was ich habe, wo ich Gäste hinzuholen werde, die uns wirklich unterstützen dabei, uns zum Thema Finanzen nochmal Gedanken zu machen. Was heißt das jetzt dann für uns eigentlich finanziell und was können wir jetzt bewusst in der Selbstwirksamkeit tun, um sozusagen da nicht so viel Stress zu haben? Wir werden jemanden haben, der mit uns ein bisschen über Spiritualität spricht. Das kann ich euch schon so verraten. Und das ist halt etwas, wo ich euch auch in den nächsten Tagen nicht nur meinen Input geben will, sondern euch Menschen dazu zu holen, die einfach Professionisten in ihrem Bereich sind. Und desto mehr wir merken und bemerken, dass wir selbstwirksam sind, desto mehr können wir kraftvoll wieder in eine neue Zukunft schreiten, in der wir, so wie ich gestern verglichen habe, nicht umrennen wie die aufgescheuchten Händeln, sondern genau wissen, um was es geht und was wir eigentlich mit unserer Macht dem Ganzen Positives beitragen können. Ich möchte mich bei euch jetzt bedanken. Ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und es ist auch für mich schön, in meiner Quarantäne, in meiner Wohnung alleine, mich mit euch austauschen zu dürfen. Und ja, wie gesagt, machen wir doch alle das Beste draus. Und ich muss euch echt sagen, ich habe so eine Freude, mit euch das jetzt teilen zu dürfen. Wir dürfen uns auch erlauben, das Positive darin zu erkennen. Und ich möchte mit euch dann einen Link teilen, weil da natürlich gibt es ja schon auf seinen 6 positive Dinge dieser Gesamtsituation, dieser Powerpause. Das werde ich auch noch in die Stories verlinken. Lest es euch durch. Seid mutig, geht in die Emotionen. Ihr wisst, wie ihr wieder rauskommt. Und alle Informationen dazu. Dieses Live ist 24 Stunden noch einmal oben in der Leiste zum Anschauen. Danach wird es auch in den IGTV-Videos abgespeichert sein. Die Beschreibungen zum Teilen, bitte auch gerne zu teilen, wie kann ich mit der Emotionswelle umgehen und was ist eine Veränderungskurve laut Ruth Kohn. Ihr kennt euch jetzt aus. Yes! Und die werde ich auf alle Fälle das drunter nochmal in den Feed posten, damit ihr euch das dann immer wieder anschauen könnt. Wo seid ihr gerade in der Kurve? Oh, wir seien gerade in der Akzeptanz. Voll cool. Dann lasst uns einmal schauen, was wir aus der Situation so Gutes machen können und erschaffen können. Oder seid auch im Vertrauen, wenn ihr mal wieder in der Verneinung seid und euch denkt so, oh, das kann ja nur ein Scherz sein. Alles ist ganz natürlich. Alles ist ganz natürlich. Und noch einmal, wir Menschen wurden für die Veränderung erschaffen. Jede Sekunde verändert sich unser Körper. Wir altern und das ist auch natürlich. Und jetzt in der Powerpause altern nicht wir nur gemeinsam, sondern wir reifen auch gemeinsam. Und wieso? Weil wir uns mit uns selber beschäftigen, weil wir uns selber kennenlernen und somit erkennen, wie mächtig wir sind, um auch Gutes zu tun. Um jetzt vor allem in der jetzigen Situation wirklich zu schauen, dass wir an uns besser kennenlernen, an uns arbeiten, sodass wir auch Gutes weitergeben können. Und das ist jetzt, was auch in unserer Macht liegt. Egal, ob wir gerade körperlich getrennt sein, wir können geistig noch näher zusammenkommen. Ihr Lieben, so, das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und seid gespannt von den Gästen. Es wird wirklich arg. Ich habe teilweise Leute angeschrieben, wo ich mir gedacht habe, hast du es jetzt wirklich angeschrieben, Lisa? Nämlich Menschen, denen ich total folge, die echt schon einiges vollbracht haben in ihrem Leben. Und ja, da kriege ich Antworten zurück. Ich habe heute mit ihnen Calls und ich freue mich auch schon, die euch vorstellen zu dürfen, weil wisst ihr, die haben auch mein Leben verändert, indem das genau sowas passiert ist. Ihr habt ihnen zugehört, sie haben mir extrem geholfen und genau das möchte ich euch jetzt weitergeben. Ich möchte euch damit abholen, damit ihr auch in der Selbstwirksamkeit bleibt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt es, macht es euch fein. In Wien ist heute jetzt nicht so sonnig, das heißt, heute werden wir mal einen gemütlichen Film dann auf der Couch anschauen, so wie es sich gehört. Ihr Lieben, bis bald, einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr da wart. Auch nicht lachen, sondern warte, jetzt muss ich mir das erst einmal durchlesen. Genau, das kann man ja auch machen. Wisst ihr, ich bin noch nicht so live-affin, ich mache das ja noch nicht so lang. Erfüllenden Moment. Oh, danke, das war das Feedback nach der Meditation. Ihr Lieben, das könnt ihr jeden Tag üben und ich werde es jetzt auch jeden Tag mit euch gemeinsam machen. Das können wir so als gemeinsame Routine machen, weil das Allerwichtigste ist, wenn wir uns die Routinen aufrechterhalten, dass wir sozusagen in unserer Wirksamkeit bleiben. Ist das nicht herrlich? Sehr schön. Ihr Lieben, sogar aus Italien, die Karin ist wieder da. Guten Morgen, liebe Karin, die wohnt am wunderschönen Gardasee. Ihr Lieben, wunderschönen Tag, ich höre jetzt mal auf zu labern. Wir sehen uns wieder morgen 10 Uhr live und da gibt's dann ein neues Thema für euch, das werde ich dann morgen verraten. Und genau, übt fleißig Emotionswelle, Veränderungskurve und genießt auch den Tag. Baba, tschüss.